Hello again, happy morning in the morning. Ja, mein Video war gerade abgebrochen. Ich habe es gerade zu meiner Empörung festgestellt. Einfach abgebrochen wegen so einem scheiß Installationsupdate. Ich könnte so kotzen. Ach, ich hatte so eine schöne Einleitung, ne, zum Montagmorgen mit den schweren Energien und dass die halt eben doch für etwas gut sind und trotzdem für etwas gut sind, dass der ein oder andere sie mehr oder weniger stark empfindet. Aber ja, ich werde jetzt auf jeden Fall nicht nochmal alles wiederholen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, ne, du bist gesund. Die Energien sind zurzeit sehr, sehr heftig, zumindest heute. Dem einen oder anderen wird es körperlich wahrscheinlich auch nicht so dolle gehen. Und weil das gerade so ist heute, ne, wollte ich wissen, wen oder was es betrifft, wer geht damit in Resonanz. Und hatte halt hier schon die Karten ausgelegt. Ich mische nämlich jetzt einfach gerade weiter und werde halt dann jetzt das Kartenbild im Allgemeinen deuten. Ich hatte jetzt schon so viel geplappert. Hey, und dann bricht mir einfach das scheiß Video ab. So, wir haben wunderschöne Karten zu diesen leider schweren Energien. Und dadurch, dass alles seinen Grund hat, ist es eigentlich auch okay, ne? Wenn es dir heute sehr, sehr schlecht geht körperlich oder du einfach nur todesmüde bist, ne? Oder dich fühlst, wie wenn Tonnen, Kilo Lasten auf dich lasten oder an deinen Beinen hängen, ne, dann liegt es halt einfach an den Energien. Und das hier hat halt eben alles seinen Grund. Dann gönn dir einfach was Gutes, soweit es halt die Arbeit zulässt. Und ja, tu dir was Gutes, lehn dich zurück, ne, verwöhn dich. Viele hatten jetzt auch Urlaub, ne, der Urlaub ist rum, heute ist der erste Tag. Das ist natürlich schon heftig dann mit diesen Energien, ne, aber der eine oder andere merkt es vielleicht auch gar nicht so. So, ja, jetzt fange ich nochmal von vorne an. So, wir haben, natürlich geht es hier um die Liebe, ne? Um die Liebe, die gerade stillsteht, wo vielleicht gerade kein Kontakt steht, Kontakt da ist, ihr vielleicht sogar getrennt seid oder wo halt hier einfach so, einfach gerade nichts geht. Im Vorfeld, ne, in der Vergangenheit gab es hier Kummer, Sorgen, Stress, Streit, ne, in der Liebe, hat aber auch was mit den Vögeln von dem Außen zu tun, ne. Das kann zum Beispiel auch Stress bedeuten durch das Außen, ne, durch Menschen im Außen, ne, es können Elternthemen sein, Schwiegerelternthemen sein, es können aber auch einfach nur Nachbarn, ne, Arbeitskollegen, Menschen im Außen sein, die, denen du es vielleicht recht machen willst, ne, denen du, wie sagt man das, denen du gerecht werden möchtest, okay? Und das schlaucht natürlich, ne? Das schlaucht. Und wir reden ja hier mit dem Ass, der Kelche von dem Lebensfluss, dem Liebesfluss, dem Emotionsfluss. Und, ne? Und der ist halt gestört durch diesen Stress, ne, den man hat. Und dadurch, dass es hier um Menschen im Außen geht, sich aber hier halt in allen Lebenslagen logischerweise widerspiegelt. Ne? Wenn mich das Außen stresst, wenn mich Menschen im Außen stressen, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich ihnen gerecht werden muss, ne? Oder dass ich dafür sorgen muss, dass es ihnen gut geht. Ne? Vielleicht gerade so bei der Arbeit, Mitarbeiter, Arbeitskollegen ihnen alles aus der Hand nehmen, ne? Weil man es halt einfach auch gut meint. Oder ja, weil man einfach halt ein guter Mensch ist, ne? Aber trotzdem wird es irgendwann belastend, weil wir halt hier auch den Herrscher haben. Ne? Das ist eine belastende Energie, weil diese herrschende Energie nicht mehr freiwillig gebend ist oder freiwillig tun ist, sondern es bestimmt dein Leben.
sorgt dann halt auch für diese Auf und Abs in deinem Leben, ne? Oder für die ständig wiederkehrenden Stillständen, weil man halt einfach dadurch auch bis an seine Grenzen geht, ne? Das ist ungefähr so, wie wenn du dir jetzt die ganze Woche deine Arbeitskollegen zufriedengestellt hast oder deinen Herzensmenschen, deinen Seelenpartner, wen auch immer, ne? Du kommst hier jedes Mal bis an deine Grenzen, wo du sagst, ich kann nicht mehr, und dann kommt wieder dieser Rückzug, ne? Das ist so, wie man versucht, es jemandem recht zu machen, weil man Angst hat, verletzt zu werden, ne? Also Angst hat, selber verletzt zu werden durch den Mond hier, der die Ängste, aber auch die Sehnsüchte spiegelt. Das heißt, man wünscht sich Anerkennung im Außen. Und weil man sich dann so sehr verbiegt, ne, und weil man sich so sehr reinhängt, um diese Anerkennung zu bekommen, ist man dann halt irgendwann mal total kaputt und am Ende. Ne, und dann ist man halt einfach auch geschlaucht. So zum Beispiel wie heute, kommt mir gerade so rein. Ne? Ja, und deswegen haben wir hier zum Beispiel jetzt gerade so einen Stillstand. Ne? Und dieser Stillstand führt sozusagen zur Erkenntnis. Zur Erkenntnis, weil in diesem Stillstand, in dieser Transformation findet halt eben auch Veränderung statt, weil man sich genau darüber bewusst wird. Ne? Wir haben nämlich hier auf die Erschöpfung, ne? Wir haben hier erstmal sowieso den Eremit. Ne? Das heißt, man geht nach innen in diesem Rückzug, man hält Innenschau und erkennt womöglich, dass man hier immer nur bis an seine Grenzen geht, weil man diese Aufmerksamkeit bzw. Anerkennung im Außen sucht. Und man erkennt, dass das etwas mit tiefen Ängsten zu tun hat, okay? Die man halt permanent auch versucht zu verstecken oder zu verteidigen und sich deswegen in eine Position begibt, die man eigentlich selber gar nicht ist. Ne, und dadurch ist man auch nicht im Fluss des Lebens und dadurch ist irgendwie alles immer nur so Larifari, on, off, ja, nein, mal schön, mal nicht schön, immer wieder dieser der Zusammenbruch nach einer schönen Phase, ne? Dann hast du durch irgendetwas oder durch irgendjemanden wieder Energie aufgeladen und dann geht's wieder voller Energie, ne, in dein normales Leben rein und dann geht es wieder so, ne, wird man wieder so energetisch leer gesaugt, wo man dann denkt, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt, dass man es mit Energieräubern zu tun hat. Jetzt kommt aber hier ein ganz wichtiger Aspekt, man selber gar nicht in dieser, durch diese Ängste, ne, ist man natürlich auch gefährdet, sich Energie ziehen zu lassen, weil man sich ja selber in diese Anerkennungsenergie reinmanövriert, ne? Man möchte sein Bestes geben, man möchte helfen, man möchte Gutes tun und erwartet da vielleicht auch irgendwo unbewusst eine Anerkennung. Und wenn diese Anerkennung dann nicht postwendend zurückkommt, ne, dann macht und tut man, bis man sozusagen am Ende seiner Kraft ist, total erschöpft ist, sich dann wieder zurückziehen muss oder was man dann auch immer so macht, ne, Gespräche führt oder sich einfach mal wieder gut gehen lässt und dann ist man wieder aufgetankt, ne, und dann ist es wichtig, dass du nach diesem Auftanken, ne, da findet ja auch immer eine Veränderung statt, dass es eben wichtig ist, dass man in dieser Situation, in diesem Rückzug etwas versteht und begreift und nicht aus diesem Rückzug auftaucht oder zurückkommt und in die alte Energie reingeht. Ne? Und das haben wir hier eben nämlich nicht, weil wir haben hier den Neubeginn und wir haben die positiven Veränderungen auf diese Ängste, die man im Vorfeld immer hier verteidigt hat, rigoros, die natürlich dann zu dem Stress geführt haben. Wir haben auch hier die Kommunikation und wir haben auch hier den Ritter der Kelche. Also ich würde mal sagen, dass hier jemand aus seinem Rückzug zurückkommt, ne, etwas verstanden hat in seinem Rückzug, an seiner Lernaufgabe gearbeitet hat, weil der hat hier auf jeden Fall was verstanden, ne, und der hat auch
verstanden, worauf es ankommt, ne? Und dadurch wird sich halt auch alles verbessern. Und der kommt hier wirklich mit Blumen in der Hand, so könnte man es sehen oder sagen, auf dich zu, ne? Vielleicht will er sich entschuldigen, der will sich mit dir treffen, der hat hier auch wirklich was verstanden, ne? Der kommt jetzt hier nicht einfach mit einem schlechten Gewissen oder mit einem ganz plumpen Satz oder so, sondern der meint es wirklich, wirklich ernst, ne? Ich glaube schon, dass der hier in seinem Rückzug verstanden hat, wo der Energie reingesetzt hat, die nicht wirklich dienlich war, eben was mit Menschen im Außen zu tun hat, ja, anderen gerecht werden zu wollen und die eigene Liebe, ne, oder den eigenen Fluss des Lebens vernachlässigt hat, ne, und deswegen auch immer diese Rückzüge. Und der hat jetzt eben wirklich verstanden, dass was tatsächlich relevant ist und was tatsächlich wichtig ist. Und deswegen hat der hier auch ganz schön viel an seiner Lernaufgabe gearbeitet, an seinem Karma, ne? Und also hier ist der Ausgang, der ist hier echt auch gar nicht zu verachten, ne? Der steigt nämlich hier aus irgendeinem Kreislauf aus, der kommt hier wieder in seine Seelenkraft, weil der hier ausgestiegen ist aus diesem Hamsterrad des Außens, möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Zumindest aus einem Hamsterrad, wo für ihn nicht dienlich war. Und weil der jetzt, weil er es geschafft hat, aus diesem Hamsterrad auszutreten und erkannt hat, dass er mit dir hier in ein neues Leben, in eine neue Zukunft, in eine neue Verbindung, Beziehung starten möchte, ohne diese Angst, hat der halt so, ja, daran gearbeitet, ne? Und das war fruchtbar, das war erfolgreich sozusagen und deswegen kommt der hier sozusagen auf dich zu, mit neuer Energie, mit neuem Wissen, mit neuen Erkenntnissen und ja, und schau mal diese Karte an. Ne, der ist jetzt richtig mutig und begeistert und vor allem weiß der jetzt, was der will. Ne, ich bin jetzt schon wieder beim Er. Keine Ahnung, fühle dich da selber hinein, ne, ob auf dich oder auf den anderen die Energie zutrifft. Weil das wird hier wirklich, es könnte die klassische Hochzeit sein, es könnte aber auch, die klassische Hochzeit sein. Es könnte aber auch einfach nur die Hochzeit in eurer Verbindung sein. Stabilität, Sicherheit, Loyalität, Freude, Harmonie, Lebendigkeit, ne, all das steht für diese Karte in dieser Verbindung, um die es geht. Und wenn du jetzt nicht für eine Verbindung schaust oder, ne, dann geht es hier einfach nur um dich, um deinen Stand im Leben, um deine Selbstsicherheit, ne, um dein Licht, ne, um das, was du wirklich bist, um dein So-Sein und deine Fähigkeit, dein Leben in absoluter Selbstsicherheit, Eigenverantwortung zu leben, also, ne, und dafür ist es wichtig, eine Situation zu verlassen, die nicht mehr stimmig ist, ne, die durch diese Herrschaft, ne, immer nur so im Wanken war. Und das wird hier auf jeden Fall, das kommt raus, ne, das erkennt man und dadurch stellt sich halt hier einfach auch Leichtigkeit ein, ne? Und ich würde mal sagen, das sind wunderschöne Botschaften zum Wochenbeginn und ich wünsche mir natürlich, dass dieser Mensch hier, ne, der hier auf dich zukommt und voller Tatendrang ist, endlich etwas zu verändern, endlich etwas in die Hand zu nehmen und vor allem sich durchzubeißen, durchzusetzen, ne, voller Kraft und Energie und vor allem auch durch diese Intuition, durch dieses Wissen, weil der spürt, ne, dass
Ja, nur durch dich oder durch dich als derjenige, der etwas wachgerüttelt hat in ihm, dass er das auch wirklich möchte. Und deswegen verlässt er diese erdrückende Energie und macht sich auf in ein neues Leben und einen neuen Start und einen Neubeginn hier mit dir. Wunder, wunderschön. Und wenn es nicht um einen Herzensmenschen geht oder um einen bestimmten Menschen, dann geht es hier um einen ganz bestimmten Menschen und der bist nämlich du, der hier ja, in einer Art Rückzug ganz viele wirklich wichtige, bestimmende Themen, die in der Vergangenheit bestimmt haben über Dinge in deinem Leben, die passieren und die nicht erfreulich waren. Und das hat man begriffen und ich habe auch hier die Heilung dessen. Also richtig, richtig schön und ich wünsche mir natürlich für jeden Einzelnen von euch mit diesem Orakel in Resonanz zu gehen und damit es so auf euch zutrifft, ne? Und nicht jetzt unbedingt, dass der Herzensmensch tatsächlich auf euch zukommt, sondern ich wünsche es mir für euch selber, ne? In eure eigene Kraft und Energie zu kommen und gewisse Bedenken, Ängste, Sorgen abzulegen, die in eurem Leben einfach nichts mehr hier zu suchen haben sollen, weil auf die herrschende Energie haben wir hier die Hohe Priesterin. Ne? Das heißt, ich würde mal sagen, Kopf und Herz in Einklang zu bringen. Ne, also sich nicht von Ängsten leiten zu lassen, sondern die Ängste und Bedenken annehmen, begrüßen meinetwegen, vielleicht einen Teil der Achtsamkeit erkennen und dann aber dennoch nach Gefühl zu handeln, okay? Wie auch immer. So wird es hier passieren, entweder für dich in deinem Leben oder für deinen Gegenüber, den wir jetzt hier zum Beispiel haben. Ne? Es ist egal, ob es jetzt für dich ist oder für den anderen. Hier kommt auf jeden Fall dein Herzensmenschen nach einem Rückzug mit den allerehrlichsten und positivsten Absichten auf dich zu. Es kann natürlich auch sein, dass dieses Orakel hier auf dich zutrifft, ne? Und gerade weil du etwas verändert hast, verstanden hast und hier in die Pötte nur du selber kommst, was dein Leben betrifft, dass deswegen deine Energie, die du ausstrahlst, so positiv ist, ne? Und Energie ist fließend und ist halt nun mal auch im Außen bemerkbar, egal ob man jetzt Kontakt hat oder nicht, aber hier kommt ja sowieso Kontakt zustande, der zu diesen positiven Veränderungen führt und kann sein, dass dann deshalb dein Herzensmensch auf dich zukommt, ne? Aber wie auch immer, es sind ernste Absichten, gewachsenere Absichten, ne? Es ist einfach eine andere Energie, eine andere Qualität jetzt dahinter, ne? Es könnte natürlich auch sein, dass es hier ein ganz neuer Mensch ist. Ne? Das könnte es natürlich auch sein. Ich kann mir aber vorstellen, dass es eher jemand ist, den du schon kennst, weil wir hier die Belastungen des Kreuz haben und wir haben die drei der Münzen als eine Verbesserung, was den Herzensmensch oder den Gegenüber betrifft. Auf den Eremit, ne? Und den Neubeginn von etwas, was schon da war. Also, in diesem Sinne, ich möchte nicht weiterreden. Ich habe mega, mega Kopfweh heute und ich werde jetzt mal versuchen, hier bei dem Regen trotzdem rauszugehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Deine Sandra.